Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Recipes mit mir, dem Herrn Gleich. Kommen wir gleich in die Kommentare rein. Ja, Sir Matt Clash Royale. Sorry, meinte Postal Lois und ist Peter gut? PS, nice Video. Wir gucken uns gleich dann den Peter nochmal an. Ja, Peter ist gut. Ich liebe den Peter. Ist einer der stärksten, geilsten Legis, die es gibt. Und wir schauen uns die später mal kurz dann an. So, dann haben wir hier Maxi Max. Hi! Habe gestern Mythic Stewie bekommen. Wie findest du ihn so? Ich finde, es gibt bessere Mythics als den Stewie. Definitiv. Also, da hättest du mit anderen ein bisschen mehr Glück haben können. Auch da schauen wir dann später mal kurz rein. Und er ist jetzt nicht so schlecht, aber er ist auch nicht super gut. Yay, wie der Throwdown. Yay, wie der Maximatern. Hi. So, also, jetzt gehen wir mal hier unten rein. Schauen wir erstmal, was gibt's hier in Mummies alter Geheim, altmodischer Geheimnisschatulle. Da haben wir hier einmal den Bob. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier. Na, schau. Das ist Mythic Brian Pack. Und Mortis Bill, Borax Kid, Stan mit Gruselmaske und Luan Platter. Ja, also der Brian ist das Gute, der Rest, naja. Dann schauen wir mal rein. Hier ist immer noch nach wie vor die Kawaii-Box mit Dr. Bobenstein. Echt geiles Shrimpy Shrimps, Borax Kid, Roger Sexy Shorts, Hermes Konrad und Klaus Heißler. Das nach wie vor nicht so prickelnd. Dann gehen wir auch schon in die Meisterschaft rein. Und hier haben wir gleich als allererstes eine Kombo, die ich früher ziemlich geil fand. Muss ich sagen, das war der Thinker Ape. Gucken wir mal hier rein. Das ist einmal die Amy. Gut, immer Dr. Amy Wong. Das Problem, es gibt halt aktuell nur hier die Buzzsaw als Legi. Und, also mit der das zu spielen geht. Und das ist jetzt nicht so der Oberknüller. Muss man ehrlich leider so sagen. Deswegen, was soll ich dazu sagen? Ich finde es jetzt nicht so. Er ist gut. Er war auch schon mal im Shop gewesen. Aber, ja, 500 Gems würde ich jetzt auch nicht ausgeben, zumal es eben. Ja gut, da oben kann man auch mal mit dem vitruvianischen Menschen, aber wer spielt heutzutage noch einen vitruvianischen Menschen in seinem Deck? Also, in den höheren Klassen zumindest. Das ist echt schwierig. Ist eigentlich eine geile Kombo, aber ich würde jetzt keine 500 Gems vorausgeben. Bleiben wir einfach mal dabei. So, dann geht's weiter in. Nein, wollte ich gar nicht hier rein. Die Goddess of Beauty. Und die Goddess of Beauty war damals eine der ersten Kombos mit dem Hijack. So. Da sieht man auch den Hijack. Ist einmal die Lila. Und dann haben wir auch hier wieder das Problem. Auch hier nur mit Buzzsaw. Ups. Ja. 13-fach motivieren, 11-fach Hijack. Aber das hast du halt auch bei anderen. Ich deswegen jetzt unbedingt eine Buzzsaw mit ins Deck nehmen würde. Ich weiß es nicht. Also. Naja, also. Finde ich jetzt auch nicht wirklich so prickelnd, die Combo. Also, das ist nicht, zumindest nicht so, dass man jetzt 500 Gems für ausgeben sollte. Dann kommen wir zu einer weiteren, die auch nicht so, also die ist wirklich, also jetzt im Vergleich jetzt zu den anderen ist die jetzt wirklich schlecht. Jetzt hatten wir vorhin das Thema gehabt, jetzt wurde die Frage gestellt, Peter. Also das ist jetzt keine gute Peter-Kombo. Ja, hier mit Geldkarten. Die ist nicht gut. Und weil die nicht gut ist, haben wir die auch gleich wieder weg, weil sonst denken die Leute eventuell, der Peter ist schlecht. Das hat aber nichts mit Peter zu tun, sondern einfach nur mit dieser Schrott-Kombo. So, und dann, ups, jetzt habe ich die immer noch drin. So, dann haben wir hier den Street Hockey Brian.
Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Der Mythic Brine ist. Geht die nicht mit dem Mythic Brine? Oder ist der Mythic Brine hier noch gar nicht hinterlegt? Mythic Brine ist bestimmt schon hinterlegt. Ja, also scheint hier noch nicht mit Mythic Brine zu gehen und ist halt eine relativ defensive Combo. Ist jetzt nicht total schlecht, ist aber auch nicht der Oberbringer, ja. Also es ist okay. So, und da der Brian ja eh eigentlich eher so ein defensiver Charakter ist, passt das eigentlich ganz gut zum Brian. Also wer einen Brian spielt, kann sich das gerne überlegen, ob er sich die Combo hier mit ein bisschen hochpushen will. So, jetzt kommen wir aber zu der Combo, auf die ich mich die ganze Zeit schon freue. Ich hab sie dir herbeigesehnt. Ich liebe Mr. Deliver. Ich liebe Mr. Deliver. Und weil ich den so geil finde, also jetzt gucken wir auch uns mal an, was der jetzt kann hier, der Mr. Deliver. Ich muss jetzt mal reinklicken. So, der kann das. Also ist mit Schulekarten. Hast echt relativ viel Bombe. Durch das Leech heilt er sich wieder hoch und du hast noch Cheers oder Cheer. Und da ich den Roger ja gemaxt habe, kommt er dann zum Großteil ebenso daher, dann hast du plötzlich eine 17er Bombe zum Beispiel hier. Mit 25-fach Leech, mit 72 Leben, 21 Angriff. Ja, und der tut weh. Mit dem Mr. Deliver kannst du echt gut was anfangen. Hier Stuffing Academy auch, 16, 24, 21. Also man stelle sich jetzt einfach mal vor, das Ding hier nochmal 20, also 10% drauf, da bist du, kriegst du jetzt erst einmal 2, dann hast du 18, dann hast du 20-fach Bombe. Ja. Rechnen wir mal 3, 27, 30-fach Leech. Ja, und weil ich den so geil finde. Also das ist halt eine defensive Karte, die ich gerne mag. Also was heißt defensiv? Also der pusht halt richtig geil zur Seite. Werde ich den jetzt holen? Und den werde ich mir gleich dreimal holen, dass ich da drauf zwei Krönchen habe. Eins. Und zwei. Und drei. Haha! Ich habe ihn dann mit zwei Krönchen. Oh, was freue ich mich schon darauf. Yippie. Yippie-ja-yay. Yippie-ja-yo. Da ist er. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Oh, der eine ist ja schon fertig hier. Gucken wir mal ganz kurz rein. Das war die Tina Tackle. Die habe ich mir natürlich auch geholt. Mit einer Krone jetzt erstmal hier. Das Tina Tackle und jetzt kommt er. Oh. Oh. Der Mr. Deliver. Ich freue mich. So, jetzt sehen wir auch hier erstmal. Ja, gut, so. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wenigstens zwei. Ja, gut, das ist ja auch in der normalen kleinen Ausführung. Das ist jetzt nicht die. Wird ja jetzt hier nicht die komplett Maxte angezeigt. Nicht die Maxed Out Version. Kann man da irgendwie, da kann man nichts mehr machen. Da kann man sonst nichts anklicken. Ist ein bisschen schade. Aber da freue ich mich schon drauf. Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat. Ach so, halt, bevor wir.
Wir wollten ja nochmal in den Peter reinschauen und in den Stewie wollten wir auch reinschauen. So, in den Peter können wir reingucken, indem wir jetzt einfach mal hier hinten beim Peter draufklicken. Ist Peter gut? Also schauen wir mal hier. Sister Peter ist jetzt nicht wirklich die tolle Combo. Ist jetzt aktuell halt auch leider eine Combo beim Kostüm. BGE, dann haben wir hier Nasalspray Peter. Ist jetzt auch, ist okay, aber ist jetzt auch nicht so der Oberbringer. Hier Mountain Climber Peter ist schon besser. Da hast du dann Mauer, Bodyguard und Schild. Dann der Dolphin Rider Peter ist auch ganz nice mit 6, also jetzt hier mit Cheer All, ne? Und eben auch Leech. Der Pirate Cannon Peter ist ganz cool, definitiv. Das ist halt eine meiner Lieblingskombos, Chicken Fight. Chicken Fight ist nochmal, also ja, es ist mega. Chicken Fight ist einfach nur mega, ja. Du hast hier Motivieren, du hast Faustschlag, also Punch und dann hast du noch die Bombe mit hinzu. Also Chicken Fight ist bestialisch geil. Und das hier ist noch nicht mal die Maxed-Version. Und es gibt so viele Kombos, mit der du Chicken Fight machen kannst. Also die ganzen Fighter-Kombos hier sind alle Chicken Fight. Ist mega geil. Der K-Pop-Peter ist auch nicht schlecht. Ja. Der Principal-Peter ist auch ganz cool mit Schulekarten. Der Viking-Peter ist auch geil. Ja, also hier mit Bodyguard, mit Punch und mit Craze. Viking Peter auf jeden Fall. Also generell im Alkoholbereich ist Peter. Peter ist ja selber ein Alkoholcharakter, ein Säufer quasi. Und Viking Peter sowie der Drunk Peter sind Monster. Und dann hast du hier den Sculptor Peter, der ist auch ganz cool. Wenn du mal Kunstkarten oder so mit da haben willst. Jetzt sind wir wieder bei Sister Peter, ist jetzt nicht so toll. Drunk at the Clam ist auch ganz gut. Ist ganz okay. Roundhouse. Ja. Da musst du schon aufpassen, was ich vorhin gesagt habe, hier mit Fighter-Karten. Ne? Also der Roundhouse ist jetzt nicht so gut wie Chicken Fight. Also du musst schon unterscheiden. Ist nicht alle Fighter-Karten bringen jetzt hier Chicken Fight. Musst du gucken. Ne? Dann haben wir Pimp Peter. Ist ganz cool mit Cripple All und Leech. Und dann haben wir hier eine Combo, die ist halt auch bestialisch. Damit kriegst du eigentlich auch alles klein. Der Drunk Peter. Ja, und mit dem Drunk Peter habe ich schon in einem Match mal zwei schlimme Tinas, mit einem einzigen Drunk Peter, zwei schlimme Tinas platt gekriegt. Die kamen überhaupt nicht dazu, sich. Der Sexualkunde Peter ist natürlich auch mega für einen First Hit. Also, wenn du den maxed hast, dann machst du da gleich mal über 40 Schaden. Tweaker Peter ist ganz okay. Street Fighter Peter kann ich ja schon in der Anfangszeit auch gespielt. Easter Bunny Peter, ja. Dann kommen wir hier zu diesem Schrott. Und dann hast du da hier den Baseball Peter, okay. Maxi Paddy ist jetzt auch nicht wirklich prickelnd. Dafür ist wieder Roller Skate Peter ganz gut. Das war mal ganz früher die Lieblingskarte vom Herrn Sofort, der Rodeo Peter. Ich habe schon so lange nicht mehr gesehen. Pirate Car Peter. Dann haben wir hier eine Schrottkarte, also nicht so toll, der Tuba Peter. Wyatt Peter, auch nicht so prickelnd. Sketch Art, also ist jetzt nicht so, dass jetzt alle Kombos mega geil sind. Gun Safety Peter. Aber es sind einige richtige Knaller dazwischen und das macht's dann halt aus. Ne? So, dann gehen wir mal rein in den Stewie. Den Stewie in der Mythic-Version.
So, mal schauen, Stewie. Mal ganz kurz, was der Stewie so, was der so drauf hat. Dann suchen wir mal ganz gezielt die Mythics raus. So, hier haben wir den Stewie. Gucken wir mal. Mal schauen, dass ich hier die Mythic-Version kriege. Ist jetzt hier alles. Ah, so rum, dann gehen wir hier drauf. Das wird wahrscheinlich die bessere Wahl sein. Genau, dann haben wir jetzt nur die Mythic-Version. So, nur den Mythic Stewie. Also, hier zum Beispiel Honey Mustache Stewie ist geil, ja. Hast du Craze, du hast das Durchstoßen der Mauer, du hast Gas, dann hast du hier Karate Stewie ist geil, Craze, Punch. Das sind schon mal zwei Mega-Kombos. Also wirklich ziemlich geil. Dann haben wir hier den Knife-Fight Stewie. Auch, zieh dir das rein. Craze, Hijack und Cripple. Art of War, ja. Mit der. Das ist zum Beispiel eine defensive Karte hier mit Schild für alle. Ne? Zieh dir das rein. Neunfach Schild für alle. Und dann hast du noch. Motivieren nach rechts und links. Also, das ist auch hier der Music-Video-Stewie, der war jetzt erst vor kurzem als Combo-Recipe da gewesen. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Hier der Hangover Nightmare. Mit Hijack, Leech und Revanche. Also, der ist schon richtig. Hier. Old Stewie, alter Vater, du hast hier Cripple All und zwar richtig viel und Punch. Das ist defensiv, das ist defensiv. Also wenn du das siehst, ja, das ist da so viel wegcrippeln, dass der Gegner gar keinen Schaden mehr machen kann oder kaum noch Schaden oder wenig Schaden machen kann. Na, gut, Booty, Shaking Drunk ist auch. Fehlt halt das Leech, dann wäre so ähnlich, sage ich mal, wie Mr. Deliver. Aber das Leech macht's halt aus, ne? Bei Mr. Deliver, den kriegst du halt deswegen so schwer weg. Gut, der Da Vinci ist nicht so toll. Sniper Stewie ist ganz okay, bin ich aber jetzt nicht kein großer Fan von. Jetzt kommen wir wieder zu dem Honey Mustache. Hier haben wir Football Stewie, ja. Ist halt wieder sehr defensiv, Football Stewie. Hier Stewie Longlegs. Ja, mit Gas und auch wieder mit Leech. Der Panflöten-Stewie. Ja gut, hier ist ein Red Riding-Stewie ist, der ist jetzt nicht so toll. Center-Stewie ist ganz okay. Ist eigentlich ganz cool, aber jetzt auch nicht so mein bevorzugter. Girl Next Door-Stewie ist geil. Du hast Revanche, Gas und Punch. Laser Gun Stewie. Punch, Gas und Durchstoßen der Mauer. Was natürlich extrem effektiv ist. Also, wenn du da einen mit einer Mauer vor dir hast und du kommst, kannst dann quasi durchschlagen. Also erstmal der Punch geht ja sowieso durch. Und dann kannst du noch mit deinem normalen Angriff durchkommen und kannst dann noch die Gasattacke ansetzen. Das ist halt mega geil. Hier dieser MC Stewie ist wieder Schrott. Da auch dieser Zack Sauer, ja, der ist auch Schrott. Das ist Medicated Stewie ist wieder geil. Revanche, Bombe, Gas. Also Baby Duck Stewie, ja, du hast halt wieder sehr viel Cripple All und du hast Motivieren nach rechts und links. Das sind schon geile Dinger dazwischen. Also das hier brauchen wir jetzt nicht wirklich, aber das ist jetzt halt auch wieder das sind diese Autokarten da, ne? Hier auch dieser Wired Stewie, völliger Schrott. Crayon Drawing ist auch Schrott. Ja, das kann man sich jetzt hier unten, das was jetzt hier unten noch kommt, das kann man sich wirklich einsparen. Aber das sind mega geile Kombos dazwischen. Und wenn du dich an die da oben hältst, also die ersten Kombos, die ich hier oben gezeigt habe, dann kannst du da hast du eine bestialische, wirklich eine bestialische Mythic, also mit der kannst du mega viel anfangen. Wird auf jeden Fall dein Deck richtig gut aufwerten und sag ich mal, ist doch
Doch besser, als ich es noch in Erinnerung hatte. Also schon eine geile Mythic hier. Also dann sage ich mal Gratulation. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Media Man Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.